zu der Flash Pontresina F Inox Gastro Version. Und zwar ist das die Armaturtechnik. Das ist eine schöne Insel. Die Technik ist da auch installiert. Und zwar haben wir hier den 6-Zylinder, also 6-Kilo-Zylinder. Das hier hinten ist der Filter, der Aktivkohlefilter, der lebt das über 1000 Liter. Und das ist das Kühlgerät. Das ist der USB-Anschluss. Da kommt das Wasser raus. Wir haben nur eine Leitung für das Gerät. Das Serviceprotokoll, das machen. Das ist eine wunderschöne Anlage. Dann haben wir hier eine Drehring. Ich muss einen draufdrücken, um zu aktivieren. Und dann will ich es durchfahren, so wie Wasser zu haben. Jetzt wollen wir drücken. Jetzt läuft das. Schau mal, wie schön das läuft. Das nochmal drücken. Dann stellt es ab. Da sieht man auch mein Blätterchen drin. Wunderbare Bedienungsanleitung. Schön, einfach nur schön. Wir haben heute dürfen ein wunderschönes Sodafresh at Home Bellinzona F Inox Soda installieren. Das ist die Armatur. Also wir haben hier auf der rechten Seite einen warmen Kalk, ganz normal. Was hier schön ist, der Hebel, wenn er oben ist, ist er zu. Wir können nur vor tun, so schlägt man die Hand nicht an der Wand. Das ist Warmwasser und so ist Kaltwasser. Nachher haben wir auf der anderen Seite den D-Ring. Jetzt ist er im Sleep-Modus, das heisst, wenn ich ihn andrücke, wird er ganz leicht heller und dann kann ich hier wählen. Dann habe ich Kohlensäurewasser, ich habe gekühltes Wasser und ich habe gefiltertes Wasser, also nur gefiltert. Das ist ein Aktivkohlefilter, wo man das Wasser filtert. Ich tue jetzt den Schwenken auf die Flasche. Und wenn ich jetzt hier zweimal drücke, dann kommt die kleine Menge raus, das heisst, die Flasche wird drin. Schau mal, wie schön das läuft, der volle Strahl. Das ist unheimlich schön. Ich kann hier wieder abstellen, wenn die Flasche voll ist. Es tropft auch nichts nach. Das kann man einstellen, wenn jetzt ein Tröpfchen kommt. Dann haben wir das Gerät hier unten. Da läuft jetzt gerade die Pumpe noch. Und sonst hört man das Gerät eigentlich überhaupt nicht laufen. Was hier schön ist, wir haben Zinnikofuhr können sparen, indem wir einen Aluminiumboden drin haben. Wir haben von der Mülex das Müllsystem drin. Jetzt hat die Pumpe aufgehört laufen. So, und hinten dran haben wir den Kohlensäurezylinder. Das ist ein Kilozylinder, der hat wunderbar hinten Platz. Das ist ein 60er Möbel und so hat das nebeneinander Platz. Wenn ich den Deckel zumache, das Türchen zumache, dann hört man nichts. Ich bin jetzt extra schnell ruhig. Man hört wirklich nichts. Ja, das ist, ich weiß es nicht, ob es aus einem Thermoschock hat, das ist doch telefonisch, das ist eben ein Thermoschock, oder ob irgendwie ein Unfall, Jetzt habe ich zweimal gedrückt, dann habe ich die Kindersicherung weggedrückt und jetzt kommt Kohlensäure. Schau mal, wie schön das läuft, es strahlt, wunderbar. Die Technik ist da unten. Hier habe ich den Boiler,
Das ist der Kohlensäurezylinder, dort hinten ist der Filter für den Boiler und das hier ist das Wassergerät. Das läuft jetzt noch 30 Sekunden, bis die Pumpe gefüllt ist. Wenn das Türchen zu ist, hört man eigentlich gar nichts. Jetzt hat die Pumpe abgestellt und man hört gar nichts mehr.